Herzlich willkommen in der Gedächtnisklinik ASMR. Mein Name ist Dr. Koko und ich bin Ihre heutige zuständige Ärztin. Schön, wie Sie kennenzulernen. Weswegen sind Sie denn heute hier? Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir einen Test durchführen, um den Grad des Gedächtnisverlustes zu analysieren. Ja? Ich würde Ihnen hierzu Dinge aus dem alltäglichen Leben zeigen, Sie zu Dingen befragen und Sie antworten mir einfach auf die Fragen, auf die Sie eine Antwort haben und wenn Ihnen etwas komplett unbekannt vorkommt, dann sagen Sie mir das bitte auch. Ja? Genau. Haben Sie keine Angst. Diese Untersuchung ist mit keinerlei Aktivitäten ihrerseits verbunden. Sie müssen einfach nur auf die visuellen Dinge achten und gegebenenfalls einige Tätigkeiten in kleinem Ausmaß durchführen. Aber nichts, vor dem Sie sich fürchten müssten. Okay. Perfekt. Machen Sie es sich bitte bequem. Ja. Diese Untersuchung wird nämlich einige Minuten in Anspruch nehmen. Okay. Super. Dann würde ich mit den ersten Fragen beginnen. Wissen Sie, welchen Wochentag wir gerade haben? Und welches Datum? Monat? Das Jahr? Okay. Welcher Monat folgt nach diesem Monat? Und welcher Monat kam vor 2 Monaten? Können Sie mir bitte die Monate nennen, in denen die Jahreszeit Herbst vorherrscht? Okay. Gut. Wissen Sie, wo Sie sich gerade befinden? Können Sie mir die Hauptstadt von Deutschland nennen? Okay. Und die Hauptstadt von Frankreich? Okay. Und die Hauptstadt von China? Sehr gut. So, dann kommen wir zum nächsten Test. Hierfür habe ich 2 Objekte. Können Sie mir den Namen dieses Objekts nennen? Und was ist das hier? Okay. Welche Farbe ist das hier oben? Okay. Und das hier. Okay. Welcher Stift bzw. welche Farbe ist heller? Okay. Ich würde Sie nun bitten, einmal zur Seite zu schauen, wo der blaue Feinliner zu finden ist. Okay. Und der rosafarbene Marker. Okay. Zentrieren Sie nun einmal wieder die Mitte. Und
Ich werde nun bestimmte Farben nennen. Sollte es sich um die rosafarbene Farbe dieses Markers handeln, drehen Sie bitte den Kopf in diese Richtung. Sollte es sich um eine blaue Farbe handeln, drehen Sie den Kopf in diese Richtung. Bei allen anderen Farben lassen Sie den Kopf bitte zentriert. Rosa, braun. Okay, sehr gut. Können Sie mir sagen, wie schwer Ihnen dieser Test gefallen ist? Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 1 leicht darstellt und 5 sehr schwer. Ein weiteres Objekt. Können Sie erkennen, was das darstellt? Können Sie mir sagen, welche Ziffer sich hier befindet? Okay. Hier. Okay. Was ist das? Und können Sie lesen, was hier steht? Okay. Letzte Frage. Was ist das hier? Okay. Sehr gut. Und im Großen und Ganzen, wie schwer ist denn dieser Test gefallen? Können Sie mir sagen, welches Objekt ich in den Händen halte? Ja. Und können Sie lesen, was hier steht? Okay. Ich schlage nun eine Buchseite auf und würde Sie bitten, mir zu erklären, was Sie sehen und was Sie davon lesen können. Wie schwer ist Ihnen diese Analyse, dieser Test gefallen? Ich verstehe. Okay. Versuchen wir es nun einmal mit einem ähnlichen Objekt. Kann sie das Wort hierfür nochmal wiederholen? Genau. Hierbei würde ich Sie einfach bitten, Wörter zu lesen. Ja. Okay. Was sehen Sie? Komme ich nun zu einem weiteren Test. Ich habe nun zwei Objekte in der Hand und ich würde Sie bitten, mir zu nennen, was hiervon eine Kerze ist. Okay. Und welche Farbe hat die Kerze? Okay. Wie würden Sie denn dieses Objekt benennen?
würde Sie einmal bitten, mir vorzulesen, was Sie hier sehen. Okay. Welche Farbe hat diese kleine Kartonbox? Okay. Und den Geräuschen nach zu urteilen, glauben Sie, darin befinden sich Tintenpatronen oder nicht? Das ist das nächste Objekt. Zwar würde ich Sie einmal bitten, zu beschreiben, was das ist. Und im Anschluss würde ich Sie bitten, diese Wörter vorzulesen. Okay. Ja. Und welche Farbe hat das hier oben? Okay. Und welche Farbe hat das hier? Dabei handelt es sich um ein Getränk. Sie müssen diese Marke spezifisch gar nicht kennen. Ich würde einfach nur gern wissen wollen, um was für eine Art von Getränk es sich handelt. Okay. Und mit welcher Altersgruppe assoziieren Sie dieses Getränk? Sie mir beschreiben, was Sie auf dieser Verpackung sehen. Das hier. Und hier unten. Okay. Sehr gut. Ich habe hier nun ein weiteres Objekt und auch hier würde ich Sie einmal bitten, mir zu nennen, was Sie genau sehen. Okay. Gut. Zu welcher Kategorie von Nahrungsmitteln gehört der Apfel? Genau, zu Obst. Können Sie mir weitere Obstsorten nennen? In etwa 10 Stück. Ich würde Ihnen nun noch einige Assoziationsfragen stellen. Und zwar, würden Sie eine Banane zu Obst oder Gemüse einordnen? Okay. Eine Tomate. Frage. Wie sieht es mit einer Kartoffel? Ein Kopfsalat, eine Gurke, eine Kirschtomate, richtig, Ananas, Kokosnuss, richtig, und Avocado. Okay, sehr gut. Wie schwer fiel Ihnen diese Assoziationsaufgabe in Bezug auf Obst und Gemüse? Okay. Sehr gut. Dann kommen wir nun zum letzten Test. Hierbei würde ich gerne Ihr generelles Verständnis überprüfen. Ich würde daher eine Kategorie nennen, wie beispielsweise mit dem Obst. Und Sie nennen mir bestimmte Marken,
Sachen oder Produkte, Gegenstände, die Ihnen zu dieser Kategorie einfallen. Wenn Ihnen nichts einfällt, dann sagen Sie bitte weiter. Okay. Perfekt. Bitte nennen Sie mir drei verschiedene Farben. Automarken. Okay. Fünf verschiedene Länder. Okay. Drei Kontinente. Nennen Sie mir bitte einen Fluss, der mit dem Buchstaben N wie Nikolaus beginnt. Okay. Und nun bitte fünf Tiere. Sehr gut. Nun hätte ich gerne noch drei Arten von Haustieren, die man gewöhnlich zu Hause hat. Perfekt. Und ich würde Sie nun einmal bitten, von 123 bis 132 zu zählen. Ich würde Sie nun einmal bitten, den Test Revue passieren zu lassen und mir Ihre Einschätzung geben zu lassen. Welcher Part war am schwierigsten für Sie? Okay. Ja. Meine Einschätzung zu Ihrer Gedächtnisleistung ist, dass Sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen etwas zur Ruhe kommen sollten, es aber nichts Gravierendes wäre, was nicht in den nächsten Tagen wieder zurück ins Gedächtnis kommen sollte. Schlafen Sie genügend, versuchen Sie sich, vergangene Bilder anzusehen, Erinnerungen hervorzurufen an vergangene Urlaube, Tage, Feierlichkeiten, was auch immer Ihnen Freude bereiten könnte. Und hören Sie vielleicht auch Musik, die Sie früher gern gehört haben. Das stimuliert alles unser Gehirn und die Gedanken kommen nach und nach zurück. Allerdings sind die Ausfälle, die Sie haben, in solch einem geringen Maß vorhanden, dass Sie mit Sicherheit in den nächsten Tagen wieder auftauchen werden. Würde ich Sie einfach bitten, wie gesagt, den nächsten Tag etwas ruhiger in den Tag zu starten, etwas zur Ruhe zu kommen, und sollten sich die Beschwerden innerhalb der